Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SimCity. Müsste jetzt die 12. Folge sein mittlerweile schon. Ja, natürlich wieder mit dem Yamato, der auch gerade eine Stadt aufbaut, genauso wie ich. Denn darum geht es in SimCity, die Städte der Zukunft. Miau! So. Ich hatte mal deinen Text geklaut. Oh mein Gott. Alter, 20.000 die Stunde. Bei 9% Steuern bei Wohngebieten. Alter, ihr wollt mich doch umbringen. Und wir wollten jetzt ein Recyclingzentrum bauen, gesagt geht tat. Deswegen machen wir mal so. Und das brauchen wir eigentlich dafür. Garage für Wertstoff sammeln. Wir machen einfach mal, übertreiben aber ganz gerne. Kennt ihr ja alle schon von mir. Lalala. Ich meine, wir haben sowieso, wir machen 20.000 plus, dann können wir mit Geld um uns speisen, wie mit den Controllern bei MW2. Ganz ehrlich. Das kann ich das jetzt hier nicht setzen, das finde ich wohl dämlich. Ach, guck mal hier. Nicht wundern, die Lücken, die ich hier gerade lasse bei mir, da kommen dann Gewerbegebiete hin. Oh. Scheiße. Das war ja wieder ein bisschen dämlich. Das ist doch nichts Neues bei dir. Ja. So, komm weg damit. Wieso kann ich das... Überlagerung! Boah, wieso kann ich das jetzt nicht setzen? Dann lasse ich das Ganze jetzt mal laufen. Wasser bekomme ich hierher? Nein, und genau das für Plastik brauchen wir eigentlich auch. Ach, Mann. Wow, ich hab schon 42 Einwohner. Oh, wir brauchen Strom. Kann ich eigentlich Strom kaufen? Nein, natürlich nicht. Warum denn auch? So, Information. Sie haben die richtige Wahl getroffen, Bürgermeister, auch weil es im Moment noch nicht danach aussieht. Die Leute recyceln nicht immer gleich alles, aber wir müssen ihnen zuerst zeigen, wie es geht. Ja, geht sehr schwer. Wir können außerdem unseren Recycling-Server auf Metall und Legierungen ausweiten. Denken Sie auch daran, wir können unsere Wertstoffe wieder verkaufen und da uns aber etwas verdienen. Habe ich ja noch nicht genug. Aber ich würde sagen, gesagt, getan erneut. Die Frage ist nur, wie. Eigentlich brauchen wir noch ein Lager, ne? So muss ich aber erstmal hier, Handelsdepot. Oh ja, Strom. Lalala. So, ich hab ein Strom. Was willst du denn? Der hat einen Barrel an Öl. Der will noch mehr Strom. So, wir brauchen ein Rohärztlager. Von Legierungen. Wir brauchen Treibstoff. Brauchen wir sowieso noch für irgendwann. Und Kunststoff. So. Genau. Ja, es werden noch alle Gebäude mit Strom versorgt, Jod. So. Wie sieht es eigentlich versorgungstechnisch aus? Strom ist perfekt. Wasser ist perfekt. Abwasser perfekt. Alter, da kann man ganz dicker Kackklumpen gerade. Ach du Scheiße. So, apropos Abwasser. Ich dachte, das ist apropos Kackklumpen. Ich kann ja nur eine Bonus. So, wir brauchen ein Rathaus. Ich hätte fast die Abwasserrohre vergessen. Oh. Guck mal, wir haben doch hier, guck mal, wir haben 21.000 Einwohner, eine Schande. So, weißt du was bei euch, weil es noch so lustig ist? Hier noch das Progressive Büro. So, in der Region. Hier noch das Center vom Roten Kreuz. So, wir haben alles in der Region, super. Ah, aber was wir noch nicht in der Region haben, ist ein Flughafen. Wir brauchen jetzt noch ein Gemeindehaus, wenn wir so lustig sind. Echt, sind wir lustig? Juhu. Alter, Rohöl 2000 von 2000 Barry, die kommt gar nicht mehr hinterher hier mit dem Lagern. Ja, Vergabe eine Stadt, Moment, leckt mich am Arsch. Ja, Omega Co, ich soll doch auf Omega Co los, oder? Boah, ich schmeiß gerade echt mit Geld um mich, das ist unglaublich. So. Wow, ich habe gerade ein Plus, ein Minus von den Simon Leons. Ich korrigiere, 50 plus. Alter, was für eine Produktionsstadt es hier geworden ist, ne? Ich nehme gar keine Rücksicht mehr auf meine Einwohner. Ach, guck mal, ich kann mir noch einen Umschlagplatz kaufen. Ach, mach ich doch, ne? Kostet ja nicht viel, nur, ach, so 58.000. Aber kann ich mir aus den Ärmel schütteln. So, aus beiden.
So, jetzt muss ich aber gucken. Was willst du denn? So. Nein. Ja trotzdem. Ich will Lichtmaschine jetzt nutzen. Ich mache mir gerade nur ein bisschen Sorgen um den Platz, weil das wird nämlich später auch extrem knapp immer. So, Umschlagplatz, das kann man nämlich immer gescheit handeln. Schild für Umschlagplatz, das ist natürlich das erste, was wir brauchen. Dann ein Güterbahnhof, Frachtschiff, Anlegeplatz, Versandlager. Rohöllager. Ach. Ha. Das war eigentlich auch voll unnötig, warte mal. Industrie baut sich aus, Wohnungen bauen sich aus und ich habe jetzt schon 3000 Einwohner. Oh, Scheiße. Alter, ich stehe jetzt am anderen Ende der Stadt, wie will ich denn das da rüberbringen? Wobei, warte mal, ist eigentlich voll leicht. Man muss zwar ein bisschen die Stadt verschandeln, aber ich meine, Ölpumpen verschandeln ja die Stadt schon. So, ich korrigiere mich, jetzt habe ich mir kurz ein bisschen was an den Steuern verändert, jetzt habe ich einen Plus von knapp 4000. Nice. Wo ich nur noch von 13.000, verdammt. Was willst du? Geld. Nein, ah. So. Oh, ich bin so dämlich. Oh, nee. Weil doch dämlich bin ich natürlich, aber... Versorgen Sie die mit... Schließen Sie den Bau ab für die Archäologie. Nee, will ich nicht. Den scheiß Auftrag. Ich habe ihn mal angenommen, aber in anderen Stadt, weil gibt halt Geld, wenn wir sie dann haben. Ich bin gerade schock, oh, überlegen, ob ich Gebäude in die Zukunft versetzen soll. Was sagt denn das Verkehrsabkommen? Ja, ich ja, weiß nicht. Ich möchte ja nicht so in die Zukunft gehen. Und bei der Stadt jetzt hier. Ach, man, ich möchte öffentliche Verkehrsmittel. Wie zu spitzer Mikkel, willst du sie verarschen? Na. Na. Oh. Nee, doch. Was wollen Sie als nächstes? Transportmittel, Bildung und am besten auch noch. So, hässlicher können wir das Netz nicht setzen können, aber naja, gut. Alter, ist das Ding fett. Schon ist das der Rathaus, hab ich denn hier jetzt schönes dazu bauen? Haben wir schon alles. Das was du bekommst jetzt ein Schild, du bist ein Rathaus. Danke. Rathausmodul verfügbar, ja komm, leck mich doch am Arsch, interessiert mich nicht. Ich wollte schon immer ein Rathaus sein. Neu, Rathaus Razer Games. Razer Games ist Rathaus. So, wieso kann ich jetzt hier die Scheiße nicht hinsetzen? Was macht dich unglücklich? Aha. Was macht dich unglücklich? Aha. Was macht dich unglücklich? Aha. So, ich möchte jetzt mein Schienennetz weiter ausbauen, weil ich dämlich bin. Was willst du denn bitte? Nein, so, damit habe ich nur Probleme. Ich will keine Megaturm, es soll nur eine reine Geldscheffelstadt werden. Es wird nichts, ne? Scheiße. Verdammt. Was du vielleicht irgendwann mal bekommst, ist eine Straßenbahn. Irgendwann mal. In 10 Jahren. Ja, ich habe jetzt schon 7000 Einwohner und die Stadt läuft vielleicht, sagen wir mal, 10 Minuten ungefähr. Okay. Ach, ich möchte doch einfach noch darauf zugreifen, Mann. So. Oh, ups, Entschuldigung, das war gerade mein Mikro. Wir brauchen eine Feuerwehr. Wo baue ich die denn hin? Alter, ich habe hier keinen Platz mehr. Das ist doch scheiße. Die baue ich jetzt hier einfach mal kurz mit ein. Hier bekommst du das dazu, das dazu, das dazu und der Alarmglocke, dass der weiß, wann er ausrücken muss. Ein Schild, ich bin eine Feuerwehr und eine Fahne, weil wir so toll sind. Oh, eine Fahne sogar. Information, was berichtest du mir? Willkommen auf der Feuerwehr, haben nicht viel Personal, können wir voll... Schon bla bla bla, leg mich am Arsch. Hallo, hier sind zwei Brände, rück doch mal aus. Bereits zur Brandbekämpfung, ja, davon sehe ich nichts. Ach, da brauche ich eine spezielle Schiene, ist doch dämlich. Nö. Ach, das ist doch... Aha. Alles klar, hier kommt genug Wasser aus der Leitung. Alles klar. Oh, komm mal, Upgrade. Yay. Alter, das Ding fett.
Oh, schön. Oh, ich mach noch 11.000. Langsame Feuerwehr, was willst du noch? Soll ich dir noch einen Löschfang dazu stellen? Ja, komm, hast du noch einen? Langsame Feuerwehr. Oh. So, jetzt haben wir ein Problem. Weil ich nämlich nicht sehr schnell Ruhe verkaufe. Wobei doch, nee, geht jetzt sogar mittlerweile. Bürgermeisterhaus, Petition zum Bau genehmigt. So. So, ich brauche jetzt 400.000, dann baue ich nämlich so eine Raffinerieabteilung. Weil dann können wir nämlich endlich mal Treibstoff und auch Plastik draus machen. Was heißt, wir können dann endlich mal TV-Geräte machen. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Medienmarkt entdeckt. Musst du den nicht sogar bauen? Nee, kann ich nicht. Der kommt von selber, hat er gesagt. Ach, der Medienmarkt hat gesagt, der kommt von selber. Das ist krank. Frische Bagel, Donuts, gibt's ja alles. Wer will was? Ich. So, was will der jetzt schon wieder? Der Freistückland ist auf Fähiger, mach ich. Ja, schön. Ich warte darauf, dass du was einstellst. Liegt direkt an der Autobahn. Ich brauche mal also eine Verbrennungsanlage, ne? Guck mal, du bist doch gerade in der, oder nee, du hast gerade eine neue Stadt gemacht, ne? Warte mal. Ja, in einer neuen Region. Hast du eine Akademie? Weil wenn ja, würde ich mal den Müller-Schumisierer erforschen, weil ist halt so. Weil dann haben wir nämlich mal dieses Müller-Problem nicht mehr, dann bauen wir nämlich einfach über so ein Ding hin, dann spart es halt noch Platz. Oder warte mal, ich guck mal, wie viel... Ja, 15.000 Einwohner, die habe ich doch hier bald. Ich glaube, wie lange das braucht jetzt, wenn ich das... Ach, ich will ja gerne meine Schnuppern zu machen. Ja, dann musst du eben die Folge dann ne, sagen. Jo, es reicht aber mal mit aufnehmen. Ja, jetzt gucke ich mal, wie lange das braucht, dieser Atomisierer. Und dann baue ich nämlich, lass mich einfach kurz erforschen, in der anderen Stadt in Zukunftshausen. Verlassene Gebäude, da haben wir doch gleich mal welche. Komm, du bist so hässlich, ich will keiner. Ich will ich auch nicht. Ich reiß gerade einfach mal kurz Gebäude ab, die mir nicht fallen. 15.000 Einwohner, Rathaus abverfügbar. So. Rathausmodul verfügbar. So brauche ich keine mehr. Wir haben bereits alle gebaut, die wir brauchen. Och, Mann. Arbeitet der U-Bahn EKS erforderlich? Ach, leck mich doch mal. Die Akademie. Null Wohngebiete. Ja, schön, dass ich die nicht bauen kann. Hier werde ich aber auch keine bauen. So, jetzt geht's erstmal kurz ein bisschen an eure Gesundheit. Macht ja nichts. Nee, Gesundheit dahin gehen, weil ich jetzt ein Krankenhaus brauche. Oh, ein Luftschiff, ein Eventschiff. Was ist denn da hinten? LOL. Ach ja, es hieß Luftschiffhangar oder Stadtflughafen. Was brauchen wir eigentlich für einen generellen internationalen Flughafen? Ein Stadtflughafen. Ich muss immer nachsehen bei der Stadt bei den Projekten. Bei den Großprojekten. Ach guck mal, wir können schon die Arkäologie können wir ja sogar schon starten. Krass. Ja. Solaranlage, internationaler Flughafen. Was brauchen wir dafür? 100 Touristen an einem Schaffflughafen in der Region. Also Ankunft. Und was wir dafür brauchen, 250.000 Barrel Rohöl, 2.000 Tonnen Metall und 1.500 Tonnen Legierungen. Aber ich wäre eigentlich schon erstmal stark für die Arkäologie, oder? Ja, in unserer Region, dass wir da mehr Einwohner haben. Ja, genau, da wird ziemlich alles so ein bisschen angehört, die Wirtschaft und alles, dass wir alles mehr ein bisschen mehr Arbeiter haben. Universität, ein Forschungs...
Kannst du an den Uni mal kurz das Forschungsprojekt mit der Solaranlage starten? Geht das gerade bei dir? Ich hab's gerade gestartet. Das Problem ist halt, ich bin in der Stadt einfach nicht mehr aktiv. Das ist halt ein bisschen blöd, dass es nicht offline weiterläuft. Aber ich kann ja zum Beispiel mal auf der Geschwindigkeit gehen, damit es nämlich mal schnell laufen. Aber vielleicht dauert es ja auch gar nicht mehr so lange. Weil, ich würde mich sagen, weil ich habe nämlich bei den Millionen, soll ich dann einfach mal die Arkologie starten lassen? Starte sie, ja. Starte sie, sobald du das Geld zusammen hast, starte sie. Ja, weil wir finden nämlich nur noch 50.000. Wie viel fehlt dir noch? Es sind nur noch 28.000, also ist kein Problem. Du musst mir nichts schicken, ich habe das sowieso gleich. Dann starte ich das nämlich einfach. In welcher Stadt? Zukunftshausen. Weil ich mache 14.000, brauchst du mir echt nichts schicken, ne? Dann starte das einfach eben. Weil bis es dann da ist, ist sowieso ich schon. Ich schicke jetzt mal 50.000, weil ich es mir in meiner neuen Stadt einfach mal leisten kann. Ich habe jetzt einen Plus von 14.000. Okay, das ist krass. Ja, okay, gut, wenn du möchtest. So, dann brauche ich das nämlich einfach gleich. So, hab 1 Million. Dann gehe ich mal jetzt zur Arkologie. Hallo, starten Sie den Bau. Keine Verbindung zu Zukunftshausen. Scheiße. So. Standort für Großbrett. Anwendung verarbeitet, dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Wir setzen Sie in Kenntnis, wenn die Genehmigung erteilt wurde. Ja, so ist's. Für Arkologie. Also braucht es halt ein bisschen, weil die Server müssen es ja erstmal noch registrieren, dass wir es gestartet haben. Ich sehe wie geil. 3 oder 4. Da steht, kämpft gegen die Windmühlen der Bürokratie. Alter, ich meine gerade, das ist gerade sehr genial, mich freut's. Was spricht die Feuerwehr? 8 von 8 gelöschten Bränden pro Tag. Na, das freut mich doch. Wie sehen wir mit der Verkehrsauslastung aus? Hat jemand mal ein Taschentuch? Wie sehen wir jetzt mit der Verkehrsauslastung aus? Okay, die ist ja halt nicht so hoch. Wie sehen wir mit Wasser aus? Ich brauche ControlNet. Ich brauche ControlNet, wenn ich das machen will. Ich kann keins kaufen. Muss ich das jetzt daher setzen? Oder ich setze es jetzt mal kurz einfach daher. Wo sind meine Gewerbegebiete? Ich werde mal kurz was nachsehen. Mann, wer braucht denn das? Ich glaube, ich kann aber so lange in die Stadt zurückgehen, hoffe ich zumindest. Oder? Warte mal, wenn ich jetzt mal... Was sagt denn die Arkologie da hinten? Wir brauchen eine Klinik. Nur etwas Kleines in der So, ich gehe mal wieder nach TV. Hausen. Wobei, nee, ich bleib mal in der Stadt wegen der Solarzelle. Bitte? Messegelände! Ja, wenn sonst nichts ist! Nee. Was willst du denn bitte? Du bist doch voll ausgebaut. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 3 Minuten. Okay. Bei mir geht's jetzt erstmal die 250 Controller, das ist nicht viel. Dann bauen wir jetzt auch mal eine. Hier gibt es auch wieder einen Brand. Mann, dann brauchten das mit einer scheiß Arkologie. Oder besser, wie lang ist denn die Solarzelle hier schon? Ach man, 8% schon, ja, dann warte ich einfach mal eben. So, dann kann ich weiterhin mal ein bisschen die Wirtschaft, ach Gott, beobachten. Warum ist das hier auf gelb? Megatürme.
auch keine Wohnheime mehr bauen. Wie will man da mehr Leute bekommen? Durch einen weiteren Megaturm vielleicht. Muss ich echt einen weiteren bauen? Nee, komm. Aber komm, nee, ich lasse auch die Steuern so, wie sie sind. Ja, und aber Industrie soll ein bisschen mehr blechen. So. Was spricht die Feuerwehr? Langsame Feuerwehr. Ja, dann bauen wir halt. Sag mal, wer braucht das denn mit der scheiß Akkulogie? Ah, geilo. Man sieht sogar schon was. Ich kann gerade nicht nachsehen. Ich muss jetzt erst mal kurz Chemie aufstellen und... Ah, okay. Okay. Also wir brauchen jetzt, nochmal alles zusammenzufassen, wir brauchen 2400 Tonnen von Metall, 1000 Tonnen Legierungen und 60.000 Kisten mit TV-Geräten. Hörst du das auch? Was? Die Musik? Ja. Ich meine mein Handy. Ach so. Das heißt, wir müssen Schluss machen? Ja, ich mache jetzt Schluss mit dir. Okay. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, das war's von der Folge. Schaut mal bei Miyamato vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie sich da jetzt eine andere Stadt gerade entwickelt. Und, ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der weiteren Folge, ne? Über eine Bewertung, positive Kommentare, Fragen, Anregungen und dergleichen würden wir uns freuen. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der weiteren Folge von Sin City, die Städte der Zukunft. Tschüss. Tschüss.